Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Sie kennen das vielleicht, manchmal zuckt es ein bisschen im Gesicht, am Auge vielleicht. Sie erklären sich das mit Stress oder überhaupt nicht und dann geht das auch wieder weg. Es kann aber auch sein, dass dieses Zucken immer stärker wird mit der Zeit und sich über die gesamte Gesichtshälfte ausbreitet. Und dann kann es sich um einen sogenannten Hemispasmus facialis handeln. Was das ist und wie man den behandelt, darum geht es jetzt. Bei mir ist Professor Uwe Kehler. Er ist Chefarzt der Neurochirurgie an der Asklepios Klinik Altona. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Professor Kehler. Sagen Sie uns bitte, dieser Hemispasmus facialis, ein lateinisches Wort, aber was ist das? Das sind Zuckungen im Gesicht, die spontan auftreten, die man nicht unter Kontrolle hat. Das Problem für die Patienten ist, dass das auch nicht schön anzusehen ist und alle Leute auf sie schauen und sie deshalb eigentlich versuchen, soziale Kontakte zu vermeiden und häufig in der Isolation enden. Ja, das heißt, wir reden also nicht über dieses kleine Lidzucken, von dem ich eben sprach, oder vielleicht auch von einem Tick. Auch das, ja. Es gibt ja verschiedene Varianten, die man da erleben kann. Dieses Zucken kann tatsächlich mal so ganz einfach anfangen mit einem kleinen Zucken am Auge oder am Mund und kann sich dann über die Monate oder Jahre ausbreiten. Diese kleinen anderen Zuckungen, die wir ab und zu, die alle mal haben, die sind allerdings harmlos. Es ist nicht ganz einfach, das immer von anderen Zuckungen zu unterscheiden, wie zum Beispiel dem facialis Tick. Da geht es aber häufig über den einen Nerven raus. Beim Facialis, beim Hemispasmus facialis, da ist nur die Muskulatur eines Nervens betroffen. Bei einem Tick sind häufig auch andere Nerven betroffen, die auch auf beiden Seiten sein können, während der Facialis Spasmus nur auf einer halben Seite ist, deshalb auch Hemispasmus facialis. Was passiert da genau im Kopf? Es kommt zu Entladungen des Nervens. Die kommen durch einen Gefäßnervenkonflikt zustande. Und dieser Gefäßnervenkonflikt, der ist dort, wo der Facialisnerv aus dem Gehirn herauskommt. Und durch diesen Druck kommt es zu unwillkürlichen Entladungen und diese Entladungen zeigen sich dann in entsprechenden Zuckungen im Gesicht. Was heißt Konflikt? Konflikt bedeutet, dass ein Gefäß auf den Nerven drückt und dort zu einem gewissen Schaden führt. Das heißt also irgendwo hinten in meinem Kopf eine Blutgefäßschlinge vielleicht, das sich auf diesen Nerv legt und dann dadurch diesen Nerv in Zuckung versetzt. Genau. Kann das jeder kriegen? Theoretisch ja, aber man muss so ein Gefäß-Nervenkonflikt, so eine enge Lagebeziehung, eine Arterie, eine Ader mit dem Nerven haben. Das kann angeboren sein. Diese Gefäße können mit der Zeit aber auch auslatschen, wenn ich das so sagen darf. Zum Beispiel durch einen langjährigen hohen Blutdruck kann eine vorbestehende Gefäß-Nerven-Kontaktstelle schlimmer werden und der Druck schlimmer werden und so entstehen. Wenn Sie von Auslatschen sprechen, fällt mir das Älterwerden ein. Ist das auch eine Ursache dafür? Ja, je länger man so einen Gefäß-Nerven-Kontakt hat, je länger man einen hohen Blutdruck hat, je älter man damit auch wird, desto eher besteht die Chance. Und deshalb ist dieses eine Erkrankung, die man ganz selten als Jugendlicher hat. Aber ab 45, 55, 65 geht es los. Da kann man diese Erkrankung dann häufiger finden. Mhm. Wobei sie immer noch relativ selten ist. Wir rechnen etwa 10 von 100.000 Leute, dass sie davon betroffen sind. Also hier für Hamburg hatten wir gesagt, etwa 200 Patienten. Ich habe gelesen, mehr Frauen als Männer. Warum? Ja, das wissen wir nicht genau, das ist nur eine Beobachtung, aber der Unterschied ist auch nicht so groß, ist etwa so 2/3 zu 1/3. Wie diagnostizieren Sie das? Also Sie sagten ja vorhin schon, man kann verschiedene Gründe haben, warum es zuckt und es ist eine Frage der Intensität. Wie wird die Diagnose gestellt dafür? Man muss erstmal natürlich die Patienten neurologisch untersuchen und dann bestätigt man die Diagnose mit einer Kernspintomographie. In der Kernspintomographie kann man diesen Gefäß-Nervenkonflikt sehr gut sehen. Man kann aber auch andere Ursachen erkennen, zum Beispiel ein kleiner Hirntumor oder eine kleine Zyste in diesem Bereich kann auch zu einer solchen Symptomatik führen. Das heißt, mit der Kernspintomographie sieht man, woran man ist. Und wenn das miteinander zueinander passt, dann weiß man, ja, das ist die Ursache. Und was machen Sie dann?
In der Regel versucht man erstmal konservativ, das heißt ohne Operation mit Medikamenten zurechtzukommen. Und da kann man Medikamente einsetzen, die man bei epileptischen Anfällen gibt, die membranstabilisierend sind und die auch anfangs relativ effektiv sein können. Allerdings sind diese Medikamente über die Jahre, Monate und Jahre hinweg weniger effektiv, dass man dann andere Behandlungsmethoden anwenden muss. Da kommt dann zum einen die Botox-Injektion in Frage. Da entsteht praktisch eine künstliche Lähmung der Facialis, der Gesichtsmuskulatur. Deshalb, wenn die Patienten nach einer Botox-Injektion sprechen oder bewegen, sieht man auch die Asymmetrie des Gesichtes. Das ist aber nur eine symptomatische Behandlung. Das muss man praktisch alle 3 bis 4 Monate wiederholen. Und wenn man den Effekt immer haben will, muss man das eigentlich lebenslang machen. Und dann gibt es eine Möglichkeit, dass man die Ursache behebt, nämlich diesen Gefäß-Nervenkontakt über eine Operation, wo der Schädel etwa so 2,5 Zentimeter hinter dem Ohr eröffnet wird. Man sucht sich diese Stelle auf, präpariert das Gefäß, die Ader von dem Nerven ab. Und um auch in Zukunft keine Kompression zu haben, wird ein kleines Polster eingelegt, wie ich hier so ein kleines mitgebracht habe. Dieses wird zwischen Nerv und Arterie gelegt und hält dann Abstand, einen Abstand da ein, sodass der Nerv nicht mehr geschädigt werden kann. Das sieht ja ganz normal, wenn wir es nochmal sehen können. Ah ja, das sieht ja aus eigentlich wie so ein Stück Zelltuch. So. Ja, das ist Teflon, das ist relativ weich, macht wenig Narbengewebe und wichtig ist halt nur, dass es die Arterie abhält von dem Nerven. Aha. Also das wird sozusagen wie zwischen 2 Kabel geschoben, wenn man das so ganz wollte, genau, ja. Mhm. Als Puffer. Und bleibt das dann da auch an der Stelle wirklich oder verrutscht das? Ja, das wird so eingelegt, dass es nicht verrutschen kann. Es gibt auch nicht so viel Platz dort, dass es so einfach verrutschen könnte. Wenn man das eingelegt hat, kann man sicher sein, dass es eigentlich an der Stelle auch bleibt. Es sieht so aus, als hätten Sie das extra zugeschnitten. Dieses ist jetzt viel größer als das, was wir normalerweise benutzen. Häufig sind diese Polster, die wir dort einsetzen, nur so 3, 4, 5 Millimeter lang, 2, 3 Millimeter breit. Ja. Woher wissen Sie denn, wohin Sie das, wo Sie das genau einsetzen? Denn auch, also der Kopf wird bewegt, wenn ich es mal so auf Heimberger Niveau bringe, dann man muss ja schon das ordentlich fixieren, damit es die... damit es wirklich an der Stelle bleibt, wo auch dieser Reiz immer entsteht? Ja, zum einen, wir wissen ja erstmal ganz genau, wo die Stelle ist. Und die präparieren wir uns frei. Und durch die Bewegung des Kopfes kommt es zu keinen Verschiebungen im Kopf selbst. Also da brauchen wir keine Angst haben. Und das Gefäß, was auf den Nerven gedrückt hat, klemmt manchmal sogar dieses Polster so ein, dass es gar nicht verrutschen kann. Ein Fremdkörper im Hirn wird manchen Menschen Angst machen. Wo ist das Risiko? Tatsächlich durch diesen Fremdkörper, durch dieses Teflon-Polster gibt es keine Probleme. Es gibt kaum eine Reaktion darauf. Aber jede Operation kann natürlich beinhaltet ein Risiko. Auch eine Blinddarmoperation kann Komplikationen haben. So ist es auch bei dieser Operation. Man operiert am Hörnerven, man operiert am Facialisnerven. Theoretisch können diese einen Schaden nehmen. In geübter Hand ist dieses aber sehr selten. Das häufigste Problem, was wir dabei haben, ist eine sogenannte Hirnwasserfistel. Das Gehirn schwimmt ja in Wasser und wir müssen das nachher alles wasserdicht wieder zubekommen. Und in manchen Fällen, 5 bis 10%, kommt es dann doch zu einer Hirnwasserfistel, zum Beispiel nach Husten oder Niesen, kann eine Naht, die zwar wasserdicht war, wieder aufgehen. Das ist eine unangenehme Sache, bedeutet in der Regel eine Woche länger Krankenhausaufenthalt, man kriegt es aber immer gut in den Griff. Ah, das heißt, das passiert dann schon noch im Krankenhaus, während man da ist? Es kann auch mal danach passieren, aber die Patienten sind alle darüber sehr aufgeklärt, wenn das passiert. Dann muss man nämlich kommen, weil wenn etwas von drinnen nach draußen läuft, kann auch von draußen was nach drinnen kommen und eine Entzündung zum Beispiel entstehen. Und was merke ich davon? Sie merken, wenn Wasser aus der Wunde läuft oder auch den Rachen runterläuft, dass Sie Kopfschmerzen im Stehen kriegen, wenn Sie sich wieder hinlegen, wird alles gut. Und wenn denn irgend so etwas ist, dann
muss man sich unbedingt bei seinem Arzt nochmal melden. Und die Operation selbst, wie lange dauert die? In geübter Hand ist das in 1,5 Stunden, gut, vielleicht auch mal 2 Stunden erledigt. Ja, und wahrscheinlich dann Vollnarkose? Ja, das wird in Vollnarkose gemacht. Die Operation ist eine minimalinvasive Operation, ich hatte schon gesagt. Kleines Loch, etwa 2,5 cm, mikroskopisch, endoskopisch in der Regel assistiert, damit man auch um die Ecken gucken kann, damit man alles dabei sehen kann. Genau, und nochmal wichtig ist, glaube ich, auch zu wissen, es geht nicht ins Gehirn, ne? bei dieser Operation. Ja, das ist, wir operieren zwischen der Schädelbasis und dem Gehirn, aber wir gehen nicht durch das Gehirn. Und wir lassen damit auch alles, das ganze Gehirn heil und machen nichts kaputt. Ja, genau. Ist es denn so, dass wenn diese Operation dann vorbei ist und ich wieder aufwache, dass dann das Zucken auch vorbei ist? Aber bei vielen ist es relativ rasch vorbei, nach wenigen Tagen. Aber je länger man diese Erkrankung gehabt hat, desto länger braucht es häufig. Also man muss gerade bei dem Hemispasmus facialis häufig wochenlang warten, bis es weg ist. Bei der Trigeminusneuralgie, die genau die gleiche Ursache hat, ist das fast wie ein Schalter. Die wachen auf, der Schmerz ist weg. Aber hier bei diesem Hemispasmus facialis dauert das doch häufig mehrere Wochen, in Einzelfällen sogar Monate, bis es weg ist. Wenn ich weiß, oder sagen wir mal so, wenn ich weiß, dass ich in der Familie solche Fälle habe, wie kann ich persönlich vorbeugen? Denn also wenn das erstmal aufgetreten ist, das ist ja schon eine Operation, Medikamente helfen nur bedingte Zeit. Und in der Zeit, in der ich das habe, wage ich mich vielleicht nicht mehr unter Menschen. Also kann ich dem vorbeugen? Wenn Sie diese Erkrankung haben, können Sie den eigentlich nicht vorbeugen. Ja. Dann können Sie kaum was machen. Das ist auch das Problem, warum die Patienten dann schnell in so eine Isolation geraten, weil sie Angst haben vor der Gesellschaft, Angst haben davor, dass sie angestarrt werden, dass sie ein schiefes Gesicht haben, ein Zucken. Und deshalb muss man es eigentlich behandeln, wenn man sie vor der Isolation retten will, von der sozialen Isolation. Kann es sein, Thema Veranlagung, dass nach so einer Operation ein neuer Fall bei mir auftritt, nach vielen Jahren? Es ist, auch bei dieser Operation gibt es sogenannte Rezidive. Wir wissen im Einzelfall nicht genau, woran das liegt. Manchmal kann auch ein Gefäß sich irgendwie verändern, insbesondere wenn es ein venöser Kontakt, also eine Vene und keine Arterie gewesen ist. Dann können sich da Umgehungskreisläufe manchmal bilden an den Venen, die das theoretisch wieder auslösen können. Das ist sehr selten, aber es gibt es und wir haben leider auch keine Erfolgsquote von 100%, sondern nur eine Erfolgsquote von 80-90% bei dieser Operation. Und können Sie die dann auch mal wiederholen, die OP? Man kann diese Operation wiederholen. Wir haben auch schon mal gesehen, dass dieses Polster möglicherweise selbst gedrückt hat mit der Zeit. Und das könnte man dann auch noch mal natürlich operieren und revidieren. Ja, ich habe gesehen auf Fotos, man sieht regelrecht Abdrücke auf der Gefäßschlinge von dem Nerven. Ne? Mhm. Genau, und das meinen Sie, dass es dann nochmal komprimiert wird durch das Kissen, das dazwischen ja, ist? Ja, das ist sehr, sehr selten, aber wir haben das schon mal gesehen, dass, ja. Dass es nicht, dass auch das Polster selbst möglicherweise mal was gemacht hat. Ja. Aber das ist eine große Rarität. Ja, meistens geht es doch gut. Ja. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Ich danke Ihnen. Wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund!